Hier in Würlading ist so einiges ganz schön merkwürdig. Nicht nur, weil man sich hier auf Halloween vorbereitet, sondern auch, weil hinter mir am Rathaus niemand so richtig weiß, wo ist der Bürgermeister, was macht er gerade und wie geht's morgen eigentlich weiter. Und wir schauen jetzt mal, ob wir den Bürgermeister finden. Wer ist das eigentlich? Harry Ebert, AfD-Mitglied. Umstritten wegen seiner rechtspopulistischen Äußerungen. Laut Gemeinderat komme er nur unregelmäßig zu Sitzungen. Interviews gibt er grundsätzlich nicht. Auch wir dürfen nicht mit der Kamera ins Rathaus. Herr Ebert war heute Morgen zwar hier, inzwischen ist er aber nicht mehr da. Das heißt, wir müssen uns jetzt woanders auf die Suche nach ihm machen. Kennen Sie den Herrn Ebert? Bürgermeister. Entschuldigung. Ich sehe ihn bloß in der Zeitung, sonst nicht. Öffentlichkeit ist er nie. Haben Sie gehört, dass er zurücktreten will? Schade. Warum schade? Ja, weil es richtig gemacht hat. Er hat für die Stadt richtig gemacht. Hier haben wir noch eine neue Spur. Sollte er nämlich tatsächlich zurücktreten, dann würde das im Gemeindeblatt stehen. So hat es mir der Gemeinderat gesagt. Nee, hier steht auch nichts drin. Das heißt, es bleibt weiterhin offen und wir müssen weitersuchen. Kriegt man so noch was mit von seiner Arbeit? Nee, nichts mehr. Er fehlt ja meistens, so wie es in der Zeitung steht, bei Sitzungen. Hat er Urlaub oder ist doch krank, keine Ahnung. Ich fasse mal zusammen. Die Burladinger, die sind geteilter Meinung über ihren Bürgermeister. Gefunden haben wir ihn auch nicht. Und wie es hier weitergeht, das bleibt erstmal offen.